Herzlich willkommen bei Folge 21 des Podcasts Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska Ivanov. Ich arbeite als Coach in Regensburg und unterstütze Menschen dabei, ihren Herausforderungen mit möglichst viel Klarheit, Selbstbewusstsein und Leichtigkeit zu begegnen. In diesem Podcast erzählen mir meine Gäste von genau solchen Herausforderungen, von kleineren oder größeren Krisen ihres Lebens und davon, was ihnen beim Meistern dieser Krisen geholfen hat. Mein heutiger Gast berichtet von einem Dilemma, was sicherlich die meisten von euch schon mal erlebt haben. Eine Situation, wenn Kopf und Herz verschiedene Wege für sinnvoll halten und man damit vor der Entscheidung zwischen Verstand und Intuition steht. Viel Spaß beim Anhören! Und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich auf die neue Folge. Mir gegenüber sitzt die strahlende Marlene. Schon wieder eine Marlene. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Dankeschön, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was erzählen kann. Magst du gleich anfangen, dich vorzustellen, zu erzählen, wer du bist, was es über dich Wichtiges zu wissen gibt und welches Thema du mitgebracht hast? Klar, gerne. Also ich bin die Marlene, ich bin 32. Und für euch habe ich heute mitgebracht meine damalige Entscheidung, mein von außen an sich perfektes Leben einmal komplett über den Haufen zu werfen, von vorne anzufangen und heute davon berichten und Mut machen zu können. Das klingt hervorragend. An welcher Stelle möchtest du denn anfangen? Von vorne tatsächlich. Leg mal los. Genau. Also vor 8 Jahren habe ich mich dazu entschieden, mich aus einer Beziehung zu trennen, die 5,5 Jahre lief, wo tatsächlich soweit alles gut lief. Es gab jetzt keine herausragenden Ereignisse. Wir haben uns mit 18, mit 18 sind wir zusammengekommen. Kennen tun wir uns schon länger, weil wir einfach im Freundeskreis waren und bin dann mit 19 mit ihm zusammengezogen. Wir haben die erste gemeinsame Wohnung gehabt, wir haben den, ja, alles so ein bisschen so das erste Mal, was man halt so als Paar dann auch erlebt und viele Urlaube, viele gemeinsame Geschichten und auch mit Umzug und letztendlich sind wir dann auch bei seinen Eltern zu Hause gelandet in der Wohnung, was ich so tatsächlich mit als ersten Schritt nie wollte. Das war so der erste Punkt. In einer Wohnung oder in einem Haus? In einem Haus. Mhm. Also mit 2 getrennten Wohnungen, aber trotzdem, das war so der erste Punkt. Ich wollte es nicht, aber die Umstände in der vorherigen Wohnung waren für uns tatsächlich nicht aushaltbar, sodass wir das als Lösung einfach schnell und sicher auch gefunden haben. Genau. Ja, und dann lief es soweit. Wir waren da 1,5 Jahre in der Wohnung. Mir ging es zu dem Zeitpunkt tatsächlich körperlich nicht gut. Ich hatte extremen Heuschnupfen und Fruktoseintoleranzen. Aber naja, es lief soweit. Alles soweit okay. Von außen betrachtet alles in Ordnung. Und die kleinen Wehwehchen, die gehören halt irgendwie so mit dazu, in Anführungszeichen. So von außen betrachtet. Und irgendwann ich weiß nicht mehr, wann das genau war, kam meine Mama zu mir und hat gemeint, sie versteht das gar nicht, wieso ich mich mit meinem Freund so gut verstehe, weil letztendlich ist er ja so wie mein Papa. Buff, okay. Damit hatte ich nie gerechnet und das war so der Moment, wo es bei mir angefangen hat zu rattern. Wie ist denn das Verhältnis zu deinem Papa? Also war das jetzt was, man könnte ja sagen, das ist ein totales Kompliment oder spinnst du, vergleich ihn nicht mit dem? Das Verhältnis zu meinem Papa ist gut, aber jetzt nicht irgendwie so, also das ist halt so, wie soll ich das jetzt erklären? die Beziehung, die meine Eltern führen, wollte ich so nie haben.
Und deswegen war das wahrscheinlich so der Auslöser für mich, zu sagen, nee, so will ich das eigentlich gar nicht. Aber mein Papa wird alles für mich tun, tatsächlich. Aber er ist jetzt nicht so der Mann, den ich mir für mich an meiner Seite vorstelle. So vielleicht. Ach, deswegen war das eher erschreckend, ja? Genau. Okay, was findest du an der Beziehung von deinen Eltern denn so abschreckend, dass du es nicht nachahmen wolltest? Dass sie wenig Gemeinsamkeiten haben. Also sie, aus meiner Perspektive, unternehmen sie nichts zusammen. Sie leben mittlerweile halt nebeneinander mehr als tatsächlich in, ja, als tatsächlich als Paar. Aber ich glaube, das bedingt halt auch die Zeit. Ich weiß nicht, wie es früher war. Ich bin schwer davon überzeugt, dass die beiden mal echt sehr verliebt waren und daraus auch mein Bruder und ich entstanden bin. Aber tatsächlich, die Zeit vergeht und man ist dann wahrscheinlich Eltern. Und ich glaube, meine Eltern sind jetzt dann an dem Punkt oder kommen an den Punkt, sich als Paar wieder neu zu finden oder als Großeltern auch wieder neu zu finden. Genau. Aber das kriege halt ich jetzt erst mit. Aber so das Vorherige, wie das alles zustande gekommen ist, weiß ich ja alles nicht. Aber so die Ehe, die die beiden geführt haben, war halt mehr so, ja, meine Mutter war für die Erziehung zuständig und mein Papa hat das Geld beschafft. Ganz und so klassisch. Ganz klassisch. Und so hatte jeder seine Rolle. Und ja, es funktioniert, aber das ist halt nichts so, was ich für mich so tatsächlich vorstelle. Und das hast du vor 8 Jahren schon gedacht, ja? Dass Funktionieren nicht reicht. Ja, genau. Da muss es irgendwie noch mehr geben. Und dann habe ich viel darüber nachgedacht. Und ja, wie dann das Leben so spielt, habe ich tatsächlich auch einfach irgendwie mehr Menschen kennengelernt, die mich faszinieren oder die den Anreiz, dass es da irgendwie noch mehr geben könnte, tatsächlich einfach bestätigt haben. Ich habe mich auf einmal mit anderen Leuten auch angefreundet, habe tiefgehendere Gespräche geführt, sowohl mit Frauen wie auch also mit Männern. Und ja, dann kam irgendwann so der Zeitpunkt, mein damaliger Partner hat schon immer gesagt, er möchte mit 25 heiraten. Und dann kam sein 25. Geburtstag und ich war echt nervös. Ich hatte einfach Angst, dass er mir die alles bedeutende Frage stellen würde. Und für mich selber, krieg jetzt noch Herzklopfen, war klar, ich müsste Nein sagen. Ich müsste vor allen Leuten zu mir stehen und Nein sagen. Und damit würde ich ihm mehr als das Herz brechen. Also das wäre tatsächlich so der Worst Case letztendlich. Und für mich auf meiner Seite dann wiederum so zu erkennen, so naja, okay, aber wenn du den so absolut nicht heiraten willst, was willst du denn noch in dieser Beziehung? Also wenn die Beziehung so nicht weitergeht. Weil für mich war, ihn zu heiraten, so hart wie es klingt, echt das Ende. Also ich habe mir dann echt gesehen, okay, jetzt bauen wir ein Haus, kriegen 3 Kinder und dann war's das. Dann wäre mein Leben vorbei gewesen und das wollte ich für mich tatsächlich persönlich einfach nicht. Genau. Ich muss lachen. Dann wäre dein Leben vorbei gewesen mit Mann, Haus und 3 Kindern. Genau. Weil das ist ja für viele erstmal so ein Traum. Also bei weitem Richtig. Nicht für alle, ne? Aber für viele ist das ja so der perfekte Disney-Traum. Richtig, genau. Was hast du für Bilder im Kopf? Wieso ist dein Leben vorbei dann? Ja, ich würde auf dem Land leben. Ich müsste langweilige Geschichten mir ständig anhören. Jeder schimpft über den anderen und oh, hast du nicht gehört und hast du nicht gesehen und weißt du schon und lalala. Das ist halt so überhaupt nicht die Vorstellung von meinem Leben tatsächlich gewesen. Also und dann jeden Sonntag am Fußballplatz zu stehen. Ja, ich habe das zu dem Zeitpunkt alles gemacht. Nicht, dass ich gesagt hätte, ja, okay, das ist total grausam oder das ist so fürchterlich. Nee, ich habe das alles freiwillig gemacht. Also ich wurde zu nichts in keinster Weise irgendwann gezwungen. Aber so für den Rest meines Lebens, nein. Hast du mit deinem Freund darüber geredet, dass da so Zweifel kommen? Oder ja. Hat er das mitgekriegt in irgendeiner Form? Er hat es tatsächlich so nicht mitgekriegt. Wir waren dann in einem gemeinsamen Skiurlaub. Und da habe ich ihm versucht zu erklären, dass ich nicht weiß, ob die Beziehung für mich so weit existieren kann. Was für ihn tatsächlich ein harter Schlag war, weil er damit nicht gerechnet hätte. Wir waren auch vor dem Skiurlaub 3 Monate davor noch zusammen in den USA, wo alles
noch ganz normal war, da war wirklich von dem Ganzen, wenn ich das heute rückblickend betrachte, war es in einem halben Jahr, habe ich letztendlich alles auf den Kopf gestellt, was ich vorher über mir tatsächlich ein Jahrzehnt aufgebaut habe, tatsächlich so meine Vorstellung auch irgendwie zu leben und dann festzustellen, oh Gott, das ist doch nicht das, was ich will. Und er hätte das auch nicht ahnen können. Und ich habe ihm da einfach gesagt, ich brauche Zeit für mich, ich muss das für mich tatsächlich klären, ob ich das so in der Art und Weise noch will. Und ja, da kam davor aber noch eine sehr wichtige Entscheidung, und zwar war nicht nur die Angst, jetzt keinen Partner mehr zu haben, das war tatsächlich die wenigere Angst. Dadurch, dass wir den komplett gleichen Freundeskreis hatten, war die Gefahr für mich viel höher, meine Freunde zu verlieren. Und deswegen, das war so der größte Haken daran, mich einfach mal einer Freundin anzuvertrauen und zu sagen, Mensch, was mache ich jetzt, wenn ich den Schritt tatsächlich wirklich gehe, ohne dass ich die Entscheidung schon getroffen hätte? Nein, definitiv nicht. Aber einfach mal so, naja, was mache ich denn dann? Weil dann ist ja niemand mehr da. Und also du hast erwartet, dass wenn du dich trennst, deine Freunde zu ihm halten und weg sind? Genau. Ja, das habe ich erwartet und die Angst war einfach da. Und dann habe ich mich tatsächlich einer Freundin anvertraut, was eines der härtesten Schritte auch bis dahin war. Und habe ihr halt erzählt, naja, wäre sie denn noch da, wenn ich diesen Schritt tatsächlich gehen würde? Und dann kam eines der schönsten Sätze, die ich nie vergessen werde. Wir sind mit dir befreundet, weil wir dich mögen und wir mögen dich so, wie du bist und egal mit wem, dass du jemals zusammen bist oder auch nicht. Und das war für mich so, okay, jetzt kann ich für mich die Entscheidung treffen, ohne Angst davor zu haben, meine Freunde zu verlieren. Genau. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon irgendeine Idee davon, was du stattdessen wolltest? Nein. Du hast nur gemerkt, das ist es nicht. Genau, es muss mehr geben, mehr, jetzt kann ich sagen, mehr Gefühl, mehr, intensiver alles zu erleben tatsächlich. Mehr Lebendigkeit. Mehr Lebendigkeit und mehr Freude. Mhm. Einer meiner wichtigsten Werte mittlerweile, tatsächlich die Freude am Leben vor allem auch, an dem, was ich tatsächlich jeden Tag tue. Schön. Okay, die Erkenntnis ist das eine, die Umsetzung das andere. Ne? Genau, wie ging es dann weiter? Also nach dem Gespräch in dem Skiurlaub, da habe ich ihm dann erklärt, dass ich eben die Zeit für mich brauche und mit einer Freundin eine Woche in den Urlaub fahren möchte. Ganz für mich einfach. Und das habe ich dann auch so gemacht. Ich habe die Zeit tatsächlich dann für mich genutzt und wollte auch einfach mal schauen, wie geht es mir dabei, Abstand von ihm zu haben. Tut mir das gut oder ist es eher was, wo mir nicht gefällt oder merke ich einfach, okay, vermisse ich ihn tatsächlich. Ein Teil von mir hat sehr gehofft, dass ich ihn anfange zu vermissen, aber tatsächlich war es einfach genau das Gegenteil. Und nach der Woche war sehr klar, dass ich gern für mich bin, dass ich jetzt auch einfach mal schauen möchte, was ich denn so tatsächlich will. Und ja, bin dann nach der Woche nach Hause. Ja, was soll ich sagen, wir haben Blumen erwartet, er hat alles für mich getan, also er hat da sich unter der Woche ständig bei mir gemeldet, wollte wissen, wie es mir geht und er hat sich echt Sorgen um uns einfach gemacht, berechtigterweise natürlich. Und ja, wir waren dann essen und es war alles schön, aber ich hatte ihm halt irgendwie nichts zu sagen. Und ja. Hart. Hart, genau. Und dann war es abends und wir gingen halt dann ins Bett und ich konnte einfach nicht schlafen und ich bin dann, ich bin dann auch in der Wohnung rum, habe den Blumenstrauß gesehen und alles so, mein Gott, du hast doch alles, warum willst du das jetzt nicht? Ja, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass das nicht das Richtige ist. Und dann bin ich morgens aufgewacht und es war noch relativ früh. Und ich bin dann irgendwann da gesessen und habe dann zu ihm gemeint, ich kann das nicht. Ich muss das tatsächlich rein für mich beenden. Und dann bin ich duschen gegangen. Aber es war noch vorm Antrag, ja? Ja, es war alles vor. Ja, es gab tatsächlich nie einen Antrag. Also ich musste vor niemandem irgendwie groß Nein sagen oder so, sondern das konnte ich tatsächlich irgendwie hinkriegen, ohne dass das nur wir beide tatsächlich geklärt haben.
Ja, und dann war, aber bei dem Duschen war ein wichtiger Moment, ich fühlte mich so frei wie selten in meinem Leben davor. Das war wie ein Riesenstein von mir runterfällt und mir ging es auf einmal echt gut. Und egal welche Situation danach kam, dieser Moment, der war sehr wichtig für mich, weil den habe ich mir dann immer wieder herholen können tatsächlich. Mhm. Ja. Ein Meilenstein, ne? Ja, absolut. Kannst du es benennen, was genau den ausgemacht hat? Also das zu sich stehen, das mutig sein? Das zu mir stehen. Mhm. Jetzt kann ich das tatsächlich alles definieren. In dem Moment war das einfach nur pure Erleichterung. Erleichterung, den Schritt nur für mich getan zu haben. Weil ich bis dahin, ich habe viele Entscheidungen getroffen, egal ob es Ausbildung war oder die Entscheidungen habe ich nie getroffen, ohne zu mir zu stehen. Aber das war dieses Mal was anderes. Das war ergreifender tatsächlich. Das war wichtiger für mich irgendwie, so ganz persönlich. Konnte er es verstehen? Ich glaube, er hätte es gern verstanden in dem Moment, aber er war einfach mega traurig. Also ich höre ihn auch jetzt nur weinen. Also das ist schon auch hart gewesen, tatsächlich. Also wenn du an diese Momente denkst, so das eine, das ist zu mir stehen, die völlige Erleichterung zu haben, aber auf der anderen Seite ihn zu sehen, wie schlecht das ihm geht, das tut mir heute nur weh. Mhm. Ja. Sichtbar, ne? Ja, verstehe ich. Das sind so die harten Entscheidungen. Nur die Alternative wäre ja gewesen, du tust ihm zuliebe, was dir dann nicht gut tut. Genau, ja. Und wenn das früher oder später wiedergekommen wäre, weil das Herz hört ja nicht auf, sich zu melden, das wäre ja nicht einfacher gewesen. Nee, ich bin mir sehr sicher, dass wenn ich das zu dem Zeitpunkt nicht entschieden hätte, ich irgendwann verheiratet mit 2 oder 3 Kindern da gesessen wäre und hätte wieder vor der gleichen Entscheidung gestanden und dann wäre es nochmal viel, viel schwieriger geworden. Bin mir sicher, ich hätte es auch dann durchgezogen, aber es wäre nochmal härter einfach, also für alle Beteiligten dann, weil na klar, sobald man dann Kinder hat, hängen halt einfach viel mehr Personen damit dran. Ja. Habt ihr noch Kontakt? Weißt du, wie es ihm heute geht? Heute geht es ihm gut. Wir haben noch Kontakt ab und an, also ganz sporadisch. Wenn man sich mal sieht oder so, dann schreibt man sich auch mal, wir gratulieren uns zum Geburtstag. Er kriegt teilweise auch noch Sachen mit von mir, wie dass ich eine Eigentumswohnung jetzt mittlerweile habe. Das bekommt er mit dafür. Gratuliert er mir auch. Und das ist halt, er wusste das auch, dass das schon immer ein Traum von mir war. Von ihm eher nicht, aber von mir tatsächlich. Und ihm geht's gut. Er ist verheiratet, hat eine Tochter. Ach schön. Und ja, sein Traum ist tatsächlich dann auch in Erfüllung gegangen, weil für ihn war tatsächlich, glaube ich, also aus meiner Perspektive immer wichtig, zu heiraten und selber eine Familie zu haben auch. Ja. Schön. Ja. Ich finde, das sind tatsächlich so die Mutmachgeschichten in solchen Momenten, weil es gibt ja auch irgendwo so einen schlauen Kalenderspruch, wenn sich 2 trennen, besteht die Möglichkeit, dass 4 glücklich werden. Ja. Ja, weil dann gibt es vielleicht doch neue Partner, wo die Werte oder die Visionen besser zusammenpassen. Absolut. Ach, das ist schön. Gut, wie ging es denn für dich dann weiter? Also du hast das durchgezogen und dann? Genau, für mich ging es dann so weiter, dass ich dann erstmal wieder zu meinen Eltern gezogen bin, was die schwierigsten 4 Wochen waren. Kenn ich. zu dem Zeitpunkt wohnte ich schon 4 Jahre nicht mehr zu Hause. Das heißt, ich wurde da zurückkatapultiert. Mein älterer Bruder wohnte zu dem Zeitpunkt noch zu Hause und hatte damals mein Zimmer bereits in Beschlag genommen. Das heißt, ich wurde auf dem Dachboden einquartiert. So von 100% Privatsphäre auf 0, denn der Dachboden ist nicht abschließbar. Ich habe genau das Gleiche gespielt. Ich bin auch nach einer beendeten Beziehung wieder zu Hause angekrochen. Mein Zimmer hatte meine Schwester, ich habe dann auch so ein ganz kleines gekriegt und oh, das war nicht schön. Nee, das war auch ganz klar, schnell klar, dass ich wollte auf jeden Fall eine eigene Wohnung haben. Ich wusste auch ganz klar, dass es in der Stadt sein muss. Ich möchte da wieder wohnen. Wir hatten davor auch schon eine gemeinsame Wohnung in der Stadt, sind dann ja erst aufs Land wieder raus. Ich wollte auf jeden Fall wieder zurück in die Stadt.
Und ja, es hat tatsächlich nur 4 Wochen gedauert, bis dass ich dann meine eigene Wohnung hatte. Genau. Ja, aber dann ging es tatsächlich weiter. Also damit war die Geschichte nicht vorbei, weil dann kam der nächste Hammer, dass eben meine Angst wurde in gewisser Weise bestätigt, nicht von meinen Freunden, dass die mich nicht mehr sehen wollen oder so, aber meine Familie hat dann tatsächlich nicht so reagiert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Für die war das tatsächlich wie ein Schlag ins Gesicht, weil die hatten so, für mich glaube ich, so alles geplant. Und vor allem für meinen Papa war das ganz schwierig, weil für ihn war er der Schwiegersohn und für mich halt dann einfach nicht mehr. Und dann kam eine schwierige Phase in dem Sinne, dass mein Papa mit mir nur noch das Nötigste gesprochen hat. Also der hat sich wirklich fast ein halbes Jahr zurückgezogen von mir. Also der hat mir bei allem geholfen. Der hat mir geholfen, umzuziehen, Möbel aufzubauen. Aber man spürt ja das einfach, dass derjenige mit der Entscheidung, die ich getroffen habe, nicht einverstanden war. Und dann ging das auch los mit, naja, so bedingungslos ist dann wohl die Liebe gar nicht. Mhm. Ja, das war dann auch nochmal ganz schwierig für mich. Also ich persönlich fühlte mich mega wohl. Ich ging tatsächlich förmlich auf. Ich habe mein Leben in vollsten Zügen genossen. Ich habe vieles gemacht, was ich mich lang nicht getraut habe zu tun. Und habe echt mein Leben einfach gelebt, ja. Aber im Hintergrund lief halt dann auch noch das mit der Familie ab, was nicht so schön war. Habt ihr, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, ne? Ja. Habt ihr drüber reden können, was so der Antrieb von deinem Papa war? Mit ihm drüber reden tatsächlich nicht. Jetzt würde ich mich wahrscheinlich mittlerweile trauen, aber ich habe Methoden gefunden, um es zu verstehen. Also ich habe mich mit vielen Leuten drüber unterhalten und ja, wem Aufstellungen was sagen, der wird verstehen, dass ich das Ganze danach aufgestellt habe. Aber rein für mich, nicht in der Gruppe, sondern tatsächlich mit Zetteln. Und das hat mir viel geholfen zu verstehen, warum mein Papa so reagiert hat, weil für ihn war das so, ich habe einen Mann verstoßen, der mich wollte. Wieso habe ich den dann nicht genommen? Und für mich war halt das eine ganz andere Perspektive, so ungefähr, naja, ist ja schön, wenn der mich will, aber wenn ich halt nicht mehr will. Er hätte sich halt gern für mich wahrscheinlich gewünscht, dass ich die Sicherheit habe auch. Mhm. Töchterchen ist verräumt, für die wird gesorgt, die ist finanziell abgesichert. Genau, sowas. Richtig. Weil an Geld hat es tatsächlich nicht gemangelt in der Beziehung. Also das hat alles gepasst. Von dem her so diese grünen Haken, was sich ihr Papa für so das Töchterchen vorstellt, glaube ich, die wären einfach so mega erfüllt gewesen. Zudem verstehen sich die beiden heute noch sehr gut. Also sind sich ja auch ähnlich. Die sind sich auch sehr ähnlich, genau. Wie Mama schon wusste. Ja, das ist so ein, also da stecken auch die alten Erfahrungen drin, ne? Zu ja. Zeiten, wo die Tochter quasi von der Obhut des Vaters in die Obhut des Ehemanns übergeben wurde und dazwischen war nicht viel. Genau. Ja, so dieses alte Sicherheitsdenken, was ja zu vielen Zeiten tatsächlich auch sehr berechtigt war. Absolut. Und mein Papa ist ohne seinen Papa aufgewachsen und ich glaube, er wünscht sich einfach nach wie vor für mich, dass ich einen Partner an meiner Seite habe, der zu mir steht, der mit mir Kinder aufzieht. Und das hätte er halt in meinem vorherigen Partner einfach gesehen. Das heißt, der Traum deines Vaters für dich hat sich noch nicht erfüllt? Nein. Richtig. Du siehst dabei sehr zufrieden aus. Ja, das ist richtig, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass es denjenigen geben wird, der mit mir das Ganze macht. Mhm. Wo auch ich meine Werte leben kann und wo ich wirklich glücklich bin und in eine Zukunft sehen kann und nicht das Ende sehe, sondern wirklich die Zukunft mit dem Menschen zusammen an meiner Seite. Es ist schön, wie du leuchtest. Sehr schade, dass wir das nicht sehen können. Also die Erleichterung hat angehalten bis heute. Ja, und wenn schwierige Momente kommen, hole ich mir wirklich Schlüsselmomente dazu. Also sprich, der Moment in der Dusche, das Gespräch mit meiner Freundin und die Freunde, die damals für mich da waren, sind heute noch für mich da. Die begleiten mich schon sehr, sehr lange, schon
über die Hälfte meines Lebens und ich bin mir auch da sehr sicher, die werden nie von meiner Seite weichen. Ja, und das gibt mir sehr viel Kraft. Und ich habe nicht nur Freunde behalten, sondern seit dem Zeitpunkt so viele Freunde dazu gewonnen, was mir noch mehr Mut macht, da dran zu bleiben, tatsächlich bei mir zu bleiben, zu mir zu stehen und immer wieder Entscheidungen zu treffen, weil die Entscheidungen haben wir nie aufgehört. Das war halt ein Meilenstein tatsächlich, aber es kommen immer wieder Entscheidungen und dann weiß ich einfach, ja okay, ich kann die Entscheidung treffen, weil ich habe Leute, die hinter mir stehen. Schön. Ja. Gab es auch Phasen des Zweifels? Ja, ganz oft. Wenn es halt mal wieder nicht so lief oder wenn, ja, in meinem Kopf war halt dann die Vorstellung so, na okay, ich habe mich jetzt von dem einen getrennt, dann kommt halt der nächste und dann passt es. Ja, so ist es tatsächlich bis heute nicht. Also ich habe nicht den Partner an meiner Seite, aber ich stehe immer wieder zu mir und ich treffe meine Entscheidungen diesbezüglich nach mir und nach dem, was mir ich so vorstelle, nach meinen Werten. Aber da kommen natürlich die Zweifel und dann gab es auch immer wieder Momente, vor allem am Anfang, dann soll ich zurück und dann nein. Also es gab einfach lange immer zwei Stimmen, weil derjenige wäre natürlich offen gewesen, wenn ich dann wieder zurückgekommen wäre, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Und das wollte ich aber tatsächlich nicht. Also ich habe mir dann wirklich diese Momente hergeholt, wo es mir so viel besser ging als vorher. Und als dann auch es angefangen hat, mir körperlich wieder besser zu gehen, wusste ich, dass das einfach die richtige Entscheidung war. Ach, das war auch eine unmittelbare Reaktion. Ja. Doch, wie ist also das heute? Heute habe ich keine Fruktoseintoleranz mehr. Ich kann tatsächlich wieder alles essen. Meine Allergie, also ich habe Heuschnupfen. Ich hatte so extrem Heuschnupfen, dass ich teilweise mit Asthmaspray nur schlafen konnte. Heute ist es so, dass ich nur noch Salbei und Thymian-Tee trinken muss, um die Beschwerden in Anführungszeichen zu lindern. Ich brauche keine Tabletten mehr. Mir geht es wirklich gut und jetzt weiß ich auch, dass ich, was ich tun kann, um meinen Körper nur weiter zu unterstützen. Ja. Das führst du auch darauf zurück, dass du auf einer seelisch-emotionalen Ebene was aufgeräumt hast, ja? Ja, absolut. Mein Körper zeigt mir ganz deutlich, wenn ich ins Schwanken komme oder vor Entscheidungen stehe, die vielleicht mir persönlich, also die nicht in die Richtung gehen, die wir uns, also ich mit mir selber, mir so vorgenommen haben. Hab tatsächlich, ja. Schlauer Körper, stimmt's? Absolut. Gut. So, was du erzählst, klingt sehr mutig. Danke. Mutig sein kann man nur, wenn man auch Angst hat. Ja, genau. Was sind so die Schwierigkeiten, die dich heute begleiten? Also ich will darauf hinaus, weil du hast ja gesagt, es gibt Entscheidungen und du triffst sie dann so, dass du zu dir stehen kannst, ja? Und gleichzeitig sind aber zwei Stimmen. Die eine, die nach der Sicherheit fragt und ja, nach möglichst geringem Schmerz und möglichst viel Kontrolle und die andere, die aber weiß, nein, meine Werte, Freude und Lebendigkeit. Oder ist das bei dir schon so vereint, dass es nur noch eine Stimme gibt? Nee, es gibt tatsächlich immer nur zwei Stimmen, ganz unterschiedlich auch in verschiedenen Phasen. Das betrifft dann nicht nur Beziehung, sondern auch teilweise Jobsachen. Die Schwierigkeit ist dann tatsächlich, mich einzufangen. Also diese beiden Stimmen zu hören und beiden die Berechtigung auch zu geben, da sein zu dürfen. Weil ich kann die Stimme, die nach Sicherheit schreit, nicht einfach ignorieren. Die hat auch ihre Berechtigung, weil die hat auch ihre Erfahrungen und die weiß, Sicherheit ist schon auch was Schönes. Und es kommt definitiv auch an gewisser Stelle, aber nicht an erster Stelle. An erster Stelle steht, egal bei was, dass mir das einfach Spaß machen soll. Spaß machen darf. Schön. Und ja, aber die andere Stimme muss tatsächlich auch gehört werden. Also ich muss der tatsächlich Raum geben, sonst kann ich die Entscheidung nicht aus vollem Herzen treffen. Ja klar, weil die eine Stimme ist ja quasi fürs Überleben. Genau. Daher, die sichert erstmal alles, damit du überleben kannst. Und dann kommt das Erleben, die Lebendigkeit noch dazu. Ja. So das mit allen Sinnen. Genau, deswegen ist für mich
oft noch die Schwierigkeit, beides da sein zu lassen, ohne sofort wieder auf dieses, ja, das machen wir jetzt, zu springen, sondern die andere Stimme einfach zu hören. Was hat man denn die zu sagen? Und ja, die kommt dann einfach mit Angst. Mensch, mach mal jetzt das Richtige, pass auf, wäge ab, schau noch mal, ob das wirklich passt. Und dann kann ich eine bessere Entscheidung treffen, weil die möchte teilweise einfach gehört werden. So von wegen, okay, ja, passt, jetzt kannst laufen. Es ist ja auch sehr sinnvoll, beides zu hören. Ja. Also sich zwischen Vernunft und Leidenschaft entscheiden zu müssen, das sieht immer so aus, als müsste man das, ne? Als gäbe es nur Richtig. Einen Weg. Aber tatsächlich wollen ja beide Instanzen in dir, dass es dir gut geht. Genau. Das muss ich nicht zwingend ausschließen, sondern in richtig. Der Regel geht das ganz gut miteinander. Ja, absolut. Wenn man den Teil tatsächlich auch zugesteht, dass er genauso recht hat wie der andere und dann jeweils die Entscheidung individuell auch trifft. Also ich kann nicht für jeden Bereich einfach pauschal sagen, ich entscheide mich immer nur für die Leidenschaft, weil es gibt auch Momente, wo es tatsächlich andere Sachen gibt, wo dann vorrangiger sind und ich tatsächlich mehr wieder auf Sicherheit plädiere, weil zum Beispiel gerade das Geld einfach notwendig ist, um wiederum zu überleben tatsächlich. Ja. Wie sieht es jobmäßig aus bei dir? Hast du da auch solche Entscheidungen schon zu treffen? Ja, tatsächlich habe ich da auch eine ähnliche Entscheidung getroffen, habe einen sehr gut bezahlten Job, einen sehr sicheren Job, ich war in der Führungsposition sogar, aufgegeben, um meinen Traum zu leben und habe ins Reisebüro gewechselt. Und das war auch eine sehr mutige Entscheidung, wo auch ich viele Gegenstimmen bekommen habe von außen, so von wegen, wie kannst du nur? Aber es war einfach so klar, das reicht mir nicht, mal wieder, da muss noch mehr geben. Und das war schon immer ein Traum, das mal zu machen und auszuprobieren. Und ja, tatsächlich hat das auch alles funktioniert. Und ich habe jetzt den Job im Reisebüro. Ja, mittlerweile ist die Situation ja gerade anders, wann auch immer man das anhört. Aktuell stecken wir komplett in der Corona-Krise. Das heißt, der Tourismus ist komplett zusammengefallen. Und jetzt stand ich erst vor kurzem wieder vor der Entscheidung, naja, plädiere ich jetzt auf Sicherheit und suche mir irgendwas jetzt sofort neu, um einfach wieder mehr Einkommen zu erzielen, oder warte ich ab und schaue, ob es sich irgendwas ergibt, wo ich auch wirklich meine Leidenschaft wieder entdecke. Und genau, da stehe ich jetzt. Ich habe mich wieder für die Leidenschaft entschieden und schaue jetzt einfach, was sich gerade ergibt. Du scheinst damit sehr gut zu fahren, ne? Ja, absolut. Ja. Ja, da möchte ich tatsächlich auch noch ergänzen, dass das Problem draußen dieses Entweder-Oder ist. Ja, das ist entweder ich höre auf die Vernunft oder ich höre aufs Gefühl, wenn man unterstellt, dass die unterschiedliche Ziele haben. Wenn man verstanden hat, dass jede Instanz, also sowohl der Verstand als auch das Herz und der Körper in einer Person die gleichen Ziele haben, dann wird es viel leichter. Dann kann man erst gucken, dass für die Sicherheit gesorgt ist, dann kann man der Leidenschaft nachgehen. Der Körper gibt gut Rückmeldungen, wie du erfahren hast. Genau. Also ich finde, das ist was, woran es sich wirklich lohnt, zu arbeiten. Ja. Dass man so in sich da diese Einheit herstellt, damit man rauskommt aus dieser Zerrissenheit. Höre ich jetzt auf, gibt auch so ein, ist das nicht ein Mark Forster-Lied? Ich weiß nicht. Höre ich auf Herz oder höre ich auf Kopf? Nee, das ist von jemand anderem, gegen, ne? Kopf, oder? Ja. Egal, ihr wisst, es gibt Lieder dazu. Geht also anderen auch so? Ja, und ich finde das oft tragisch. Wenn man dann das Gefühl hat, man muss sich entscheiden zwischen sich und sich. Richtig. Weil es genau. gibt Wege, das zu vereinen. Absolut. Ja. Was hat dir denn geholfen dabei, so zu dir zu stehen, zu lernen, dich leiten zu lassen von dem, was dir Freude macht? Gab es Methoden oder waren das immer die Menschen um dich rum, die gesagt haben, wir stehen zu dir? Hauptsächlich die Menschen. Mhm. Viele Gespräche darüber. Ich habe in der Zeit gelernt, über alles reden zu können. Ich habe ein Umfeld, mit dem ich alles teilen kann, egal wie schwierig oder wie verfahren es ist. Und was mir da sehr geholfen hat, in der Regel kennt jeder so das Problem oft, also dass die Erfahrungen sehr ähnlich sind.
oder man sich zumindest vorstellen kann, wie sich der andere jetzt gerade fühlt. Und dieses Verständnis, das hat mir sehr viel gebracht und ja, ich durfte auch sehr viel Methoden lernen, um besser rauszufinden, was ist Herz, was ist Kopf, wie kann ich am besten damit umgehen. Ja, also beides. Tatsächlich waren es aber mehr die Menschen und die Gespräche dazu. Mhm. Egal um welches Thema das es geht, dass es nichts gibt, über das man nicht sprechen kann. Auch wenn es oftmals mit viel Scham verbunden ist. Aber ich glaube, das kennt auch jeder. Aber das ist auch, das kostet auch Mut, tatsächlich über alles reden zu können. Und das ist was, was ich wirklich die letzten 8 Jahre gut lernen durfte. Ja. Das lohnt sich definitiv. Ja. Ne? Ja, wir haben da im Freundeskreis dann auch immer so den Ausspruch mit großem Schulterzucken. Ja, dann schäme ich mich halt eine Runde. Und dann wird trotzdem drüber geredet. Und vielleicht gibt es noch einen blöden Spruch dazu und alle grinsen und dann geht's weiter. Und man kann auch mit, ich verstecke mich mal kurz unter der Decke, erstmal reden. Auch nett. Es gibt Tricks. Weil das kenne ich auch, dass man sich für was, was man aussprechen will, erstmal verstecken muss, weil eben das sonst zu heftig ist. Man kann es sonst nicht aussprechen. Ja, oder du schreibst es erstmal auf, Sagst dir einmal vorm Spiegel und merkst hinterher, okay, ich atme noch, es ist kein Bein abgefallen, die Welt dreht sich noch, also wahrscheinlich werde ich es überleben. Ja, aber auch beim Aufschreiben, ich musste mich teilweise im Bad verstecken, weil ich so viel Angst hatte, dass mich irgendjemand sieht. Und ich wohne nach wie vor alleine und ich habe damals auch alleine gewohnt. Trotzdem musste ich mich im Bad verstecken, damit mich niemand erwischt, was ich tatsächlich denke. Das klingt sehr interessant. Ich sehe das gerade bildlich vor mir. Ja, letztendlich, wenn es hilft. Ja, genau. Hat tatsächlich geholfen. Einfach mal kurz verstecken und dann steht's da. Dann kann man auch nicht mehr zurück. Schön. Ja, ich spinne gerade rum, wie die Gesellschaft so aussehen würde, wenn sich das mehr Leute trauen könnten. Ja. Weil diese Bedingungslosigkeit, also zu wissen, ich werde angenommen und nicht verstoßen, ne? Was immer mir gerade durch den Kopf geht, ist Gold wert. Und du hast ja die Erfahrung gemacht, wie sich das anfühlt, wenn das nicht so ist. Ne? Genau. Wie hat sich das mit deinem Papa wieder gebessert? Zeit. Tatsächlich einfach Zeit und auch, ja, er sieht ja jetzt, dass es mir gut geht. Also trotz allem geht es mir gut und ja, auch wenn er vieles, was ich so entscheide, nicht versteht, es ist aber auch ein ganz guter Indikator für mich zu sehen, ja okay, gibt auch Leute, die das jetzt nicht so nachvollziehen, die leben einfach ihr klassisches Bild. Ich bin da nicht so klassisch tatsächlich eingestellt. Aber jetzt verstehen wir uns tatsächlich wieder ganz gut. Wir sprechen auch wieder mehr miteinander. Da hat tatsächlich einfach viel Zeit und auch Verständnis füreinander geholfen. Mhm. Also wie ich dann verstanden habe, okay, warum reagiert er jetzt so scharf auf dieses Ganze? Weil an sich dachte ich ja, naja, so Eltern lieben ihre Kinder ja so bedingungslos. Außer sie machen halt dann mal was Doofes. Aber das heißt nie, dass er mich nicht liebt. Sondern tatsächlich hat er halt einfach meine Entscheidung nicht verstanden. Was völlig gerechtfertigt ist, weil ich ja seine Entscheidung auch nicht in jeder Art und Weise immer verstehe. Und da wir uns da sehr gleich sind, hilft einfach Verständnis. Ja. Mhm. Gibt es Träume für die Zukunft? Ja, ich träume tatsächlich immer noch von meiner Disney-Vorstellung, mit meinem Partner auch eine eigene Familie zu haben. Ja, aber tatsächlich reicht mir nicht irgendjemand an meiner Seite. Also das klingt jetzt abwertend, aber die irgendjemands, die gab es auch die letzten 8 Jahre. Es ist jetzt nicht so, dass ich seit 8 Jahren in keiner Beziehung war oder niemanden kennengelernt habe. Das stimmt so nicht. Aber ich probiere mich nach wie vor aus oder mache andere Erfahrungen mittlerweile, neue Erfahrungen und schaue einfach, wie es mir dabei geht. Und ich bin halt jederzeit dazu bereit, dann für mich einzustehen und zu sagen, nee, ist es halt jetzt nicht. Was sind deine Beziehungswerte neben Freude? Liebe, Geborgenheit, das spielt für mich ineinander. Freiheit verbunden mit Offenheit, Leichtigkeit, Ehrlichkeit. Ja, und tatsächlich ganz viel Freude.
Ja, aber das ist schon so ein Indikator, also auch dieses Freiheit und Offenheit, also Offenheit einfach im Sinne von dem anderen zuzuhören, ihm seine Sachen zu lassen, dem anderen ja die Freiheiten einfach zu geben. Ja. Und braucht es die Gemeinsamkeiten, die du, also wo du gesagt hast, das fehlt dir, wenn du auf die Beziehung deiner Eltern guckst? Ja, bei Gemeinsamkeiten kann ich mir aber auch mittlerweile gut vorstellen, dass es einfach Werte sein können. Ah ja, also es müssen jetzt keine Hobbys oder gemeinsame Interessen sein. Tatsächlich sondern, nicht, weil ich gehe auch Hobbys nach, wo tatsächlich wahrscheinlich nicht für jeden so nachvollziehbar sind, wie dass ich mich tatsächlich jeden Monat mit Freunden treffe, um einfach tatsächlich zu reden, was für viele so, okay, wieso macht man sowas, was für mich sehr, sehr wertvoll ist. Aber ich würde jetzt nie erwarten, dass mein Partner dieses Hobby oder diese Leidenschaft für diese Sachen teilt. Tatsächlich sind, glaube ich, so gemeinsame Werte viel wichtiger. Ginge dann auch ein Land leben? Ja, absolut. Auch. Gern noch mit Pool. Ist ja auch ein Unterschied, ob man darüber mit Anfang 30 nachdenkt oder mit Anfang 20. Absolut. Also in meiner Vorstellung war ich auch mit 25 dann verheiratet oder mit 27 und hatte spätestens mit 30 Kinder. Und das war auch nur so ein Schritt, so Gott, jetzt bin ich tatsächlich dann irgendwann 30. Das war so meine Horrorvorstellung. Aber trotzdem hätte ich jetzt nicht nur kurz vor 30 irgendjemanden geheiratet und hätte mit dem versucht, Kinder zu bekommen. Also es stand halt auch nie zur Debatte, das dann tatsächlich so auf Biegen und Brechen irgendwie hervorzurufen. Dafür bin mir ich zu wichtig, dass ich dann diese Sachen über was anderes stelle, über mich selber stelle. Ja. Mag ich. Schönes Schlusswort. Möchtest du den Leuten noch irgendwas mitgeben, noch irgendeinen Tipp? Traut euch mutig zu sein und traut euch offen alles anzusprechen. Solange das Gefühl stimmt, die Person, also ihr traut der Person zu, die hört euch zu, redet einfach, egal was das ist. Und zur Not versteckt euch, um es aussprechen zu können. Ich nicke mit dem ganzen Körper. Und wiederhole nochmal, mutig sein kann nur, wer auch Angst hat. Also von daher, das geht, wenn man Schiss hat, trotzdem. Absolut. Muss die Angst kein Feind sein, ne, sondern die kann man bildlich gesehen an der Hand nehmen und sagen, okay, du hast mir geholfen zu überprüfen, wovor ich Schiss habe und jetzt machen wir es trotzdem. Genau. Gut. Du Liebe, vielen, vielen Dank. Das war sehr schön gern. Anzuhören. Sehr gern. Ich hat schmachte mir sehr viel Spaß ein bisschen. Gemacht. Gut. So, ihr Lieben, genug geschmachtet. Am Ende dieses Gesprächs entschuldige ich mich mal vorsichtshalber noch bei allen Mark Forster und Joris-Fans. Ich habe da vorhin offensichtlich zwei Lieder zu einem zusammengeschmissen. Und bevor ich jetzt erzürnt Mails von euch bekomme, habe ich lieber fix nachgeguckt. Das eine ist Bauch und Kopf von Mark Forster und das andere heißt Herz über Kopf von Joris. Und in meinem Hirn hat das eine echt gute Mischung ergeben. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuhören und wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das am allerbesten tun mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder natürlich mit vielen fleißigen Empfehlungen. Auf Instagram und Facebook gibt es jeweils ein Profil der Mutmachgespräche. Dort könnt ihr mir gerne schreiben für Feedback, Fragen, Beschwerden, was auch immer ihr loswerden möchtet. Und bei Facebook gibt es übrigens auch eine Gruppe, habe ich bisher nicht erwähnt, in der könnt ihr euch, wenn ihr Lust habt, über die Podcast-Themen austauschen. Wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche dann wieder mit einem Erklärbär-Gespräch, in dem es mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal um Verstand versus Herz oder Bauch geht. Bis dahin habt eine gute Zeit, behaltet die Nerven in diesem Corona-Wahnsinn, macht's euch so entspannt und ruhig wie möglich und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin alles Liebe. Ciao.